es ist natürlich eine Forderung, dass die Politik einfach ihre Informationszurückhaltung aufgibt. Also weil man erfährt ja über Stadtentwicklung eigentlich nichts. Das wird in kleinen Häppchen serviert und meistens dann, wenn es zu spät ist natürlich. Also das ist peinlich, was hier läuft. Und es ist eine zentrale Forderung, dass hier Verfahren transparent gemacht werden und nicht erst die Ergebnisse veröffentlicht werden. Ja. Gut, aber damit seid ihr ja auf dem besten Wege, hier sozusagen mal wieder ein Beispiel zu setzen. Naja, wir hoffen natürlich, in jeder Beziehung Beispiele zu setzen. Ja. In den schönsten Schildchen und den verrücktesten Musikwagen, aber auch in Sachen der Bürgerbeteiligung. Wir machen ja jetzt hier gerade in Kreuzberg, in Ideenaufruf Kreuzberger Ufer, ein Modellverfahren für Stadtplanung, ja, von unten. Und das läuft sehr gut. Wir haben viele, viele interessante Vorschläge, auch Planungsansätze, die wir an die Politik bringen werden, wenn das Verfahren beendet ist. Ja. Kannst du darüber noch was erzählen? Naja, wir haben seit Anfang des Jahres jetzt den Aufruf gestartet, auch eine Dauerausstellung in der Markthalle Eisenbahnstraße, wo man sich die Entwürfe anschauen kann. Das ist natürlich auch online veröffentlicht. Und sozusagen unser Konzept ist, dass die Menschen sehr, sehr lange Zeit haben, sich den Prozess anzuschauen, die Einreichung, die Ideen, um dann nachher zu entscheiden. Das ist nämlich das selbst zu entscheiden. Eine Anwohnerjury, eine Publikumsjury, auch eine Fachjury, aber alle haben die gleiche Stimme. Also im Prinzip umgekehrt, in der Stadtentwicklung wird immer erst geheim ausgelobt, dann ein geheimer Wettbewerb, geheime Entscheidung und dann erfährt es die Öffentlichkeit, wir wollen das auf den Kopf drehen. Also ich kenne so aus den 60er, 70ern so Zukunftswerkstätten. Zukunftsperspektiven, ja. Momentan warten wir mal, bis die da. Momentan läuft das so ab, dass die Zukunft einer Stadt vom Kapital bestimmt wird. Da werden Häuser verkauft, wiederverkauft, versteigert, verkauft, renoviert, teuer gemacht und man sucht sich Mieter oder Käufer von Wohnungen mit möglichst viel Geld. Das hat zur Folge, dass in Bezirken wie Prenzlauer Berg oder auch wie Kreuzberg oder Friedrichshain inzwischen auf den Arbeitsagenturen die Zahlen der Leute, die Hartz IV beantragen, sinkt. Und in den Randbezirken, sei es Spandau oder sei es ganz im Osten, in Lichtenberg, steigt die Zahl. Durch diese Gentrifizierung, durch diese Ausgrenzung der ärmeren Bevölkerungsschichten schafft man Gebiete, wo viele Leute mit niedrigem Einkommen, mit wenig Bildung leben und wo es auch im näheren Umkreis keine Kulturinstitutionen gibt oder sehr, sehr wenige Kulturinstitutionen. Und diese Marginalisierung bestimmter sozialen Schichten führt zu neuen Problemen. Das weiß man aus Paris, aus Amsterdam, aus London, aus Bologna oder Mailand. Steigert in den Stadträndern die Kriminalität, steigert die sozialen Spannungen, steigert auch Alkohol und sonstigen Drogenkonsum. Das heißt, man muss, wenn man die Erlöse von den Verkäufen, die die Stadt im Zentrum macht, immer abziehen, die Folgekosten, die entstehen durch sozialen Spannungen am Stadtrand. Und dann bleibt nicht viel übrig. Ja, soweit ich weiß, in Warschau gibt es schon 19 abgesperrte Wohnbezirke, die so Hochsicherheitstrakte, wo denn die Reichen oder Gated Communities, ja. Communities. 19 oder 23 Gated Communities. Also kommen wir dann auch dahin, dass Berlin dann irgendwann Gated Communities hat hier in Mitte? Der Trend geht sicher dahin. Ich meine, in Südfrankreich gibt es sowas auch, bei Nizza gibt es Gated Communities. In den USA gibt es das seit Jahrzehnten. Also das ist ein alter Hut eigentlich, ja. Und ich meine, hier geht der Trend auch in Concierge-Dienste, dass man da erstmal jemanden anquatschen muss, bevor man überhaupt einen Fahrstuhl darf. Also, ich meine, das Sicherheitsbedürfnis ist schon hoch. Also jedenfalls kann man da auch höhere Mieten verlangen, wenn man sowas anbietet, ne? Ja. Praktischerweise. Und das Grundprinzip von Freiheit oder von öffentlicher Raum, nicht eine Straße in einer Gated Community ist eine öffentliche Straße.
Und öffentliche Straße, öffentlicher Grund, da hat jeder gleiche Zutrittsrechte. Und wenn man dann einfach anfängt, Leute, die nicht ins Bild passen, wegzutransportieren durch Platzverbote, das ist ein Verstoß gegen die Gleichberechtigung der Bürger. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für den Clochard. Der hat ein Recht, in der Stadt zu sein. Und nicht nur der mit der teuren Einkaufstüte und dem vollen Geldbeutel. Okay. Das war vielen Dank. Ja, bitte.